Wir werden aufpassen, dass die Polizei nichts merkt und dass Sie aus dem Spiel bleiben. Und jetzt den Schlüssel, Schomberg. Wie an jedem anderen Morgen, seitdem Heist mit Lena nach Samburan zurückgekehrt war, trat er als erstes auf die Veranda des hochgelegenen Bungalows und schaute übers Meer, auf den Vulkan gegenüber und dann auf den Höhenrücken im Osten, der zunächst noch die Sonne verbarg. Heist lebte übrigens keineswegs ganz allein auf seiner Insel. Hinter einem Berg auf der Ostseite befanden sich zwei eingeborenen Dörfer. Bei Heist selbst war immer noch ein chinesischer Diener, Wang, Koch, Gärtner und Handwerker in einem. Ein stiller, unauffälliger Mann. Wenn man hier oben steht, als sei man ganz allein auf der Welt. Doch es ist ein ziemlich bekannter Punkt auf unserem Globus. Trotzdem. Als wäre die Welt untergegangen. Wie nach der Sintflut. Ängstlich? Nein. Nur wenn ich allein übrig geblieben wäre. Ich meine natürlich wir, wenn ich sage ich. Würde es dir leid tun? Ja. Um die glücklichen Menschen. Müsste man nicht gerade die beneiden? Vielleicht. Denn es dauerte 40 Tage, bis alles vorbei war. Du scheinst dich genau auszukennen. Ich ging regelmäßig zur Sonntagsschule im Norden Londons. Regnet es hier niemals? In der Regenzeit, fast jeden Tag. Es gibt auch Gewitter. Einmal hatten wir sogar einen Schlammschauer. Schlammschauer? Ja, unser Nachbar da drüben, der Vulkan. Da gurgelt sich manchmal die feurige Kehle. Aber die meiste Zeit ist er ein gutmütiger, fauler Bursche. Ich erinnere mich. Ich habe schon mal so einen rauchenden Berg gesehen. Kurz nachdem wir England verlassen hatten. Vielleicht den Vesuv? So hieß er. Ich war damals sehr krank. Ich lag in der Kabine des Schiffes. Ich hatte jedes Gefühl für Zeit verloren. Ich war verzweifelt und stumpf. Wie vor ein paar Wochen, als mir dieser Mann nachstellte. Es machte mich so unglücklich. So verstört. Oh, wie ich ihn gehasst habe. Nie vorher habe ich einen Mann so gehasst. Vergiss ihn. So wie er sicherlich auch uns längst vergessen hat.